So. Genau, 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 genau. Pass auf, weil das hier muss halt auch noch komplett zugemacht werden. Das hier auch noch. Und dann kommen wir langsam zu den Schritten, kann man so sagen, wo es ernst wird. Also wo wir dann gleich anfangen, das Soldier-Dock-System zu bauen. Das ist halt, wir machen jetzt hier, wir ziehen uns Ebene für Ebene nach oben. Und erst wenn ich so eine ganze, also ich muss noch ein Stockwerk oder... Moment, ich guck mal gerade. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss schon erst noch die anderen Ebenen reinziehen, bevor ich anfangen kann, vorne den Kopf und die Umrandung der Sunny sozusagen einzubauen. Da muss ich erst den Innenbereich fertig haben. Also es ist so eine Art, wie wenn man so einen Kuchen backt, musst du dir vorstellen. Ja, machst du ja auch, also wenn du einen normalen Kuchen backst, dann machst du ja, also nicht so eine Schokotorte oder so, wobei auch bei einer Schokotorte, machst du ja erst den Boden fertig und so machst du die Grundvoraussetzung alles und dann später kommst du halt mit der guten Schokoladenspritzpistole und dann machst du die ganze Verzierung und sowas. Und so ungefähr ist das auch. Also du siehst halt ganz zum Ende erst, so wie lecker das wirklich aussieht, das Törtchen hier. Es kommt halt dann mit einem Mal, denkst du so, what the fuck hab ich denn da gebaut? Ist ja voll geil. Oh mein Gott. Oh my goodness, what happened? Ja, so ungefähr. Könnte aber auch kommen, wenn man so reagiert, dass man vorher irgendwas Komisches genommen hat. Ich brauche vorher nichts Komisches nehmen, weil ich habe das schon, glaube ich, von Natur aus im Blut. Ich glaube, ich könnte mit meinen Blutkonserven eine ganze Menge abhängige Leute fröhlich machen. Die würden sich dann alle mein Blut nehmen und das so... Ich glaube, wenn mich irgendwann mal ein Vampir beißen sollte, dann wird der mich nicht umbringen, sondern der wird so gucken, dass es mir einfach gut geht, damit der immer mal wieder saugen. Okay, das klingt so falsch. Das klingt falsch. Ich rede einfach nicht weiter. Guck mal, da ist Wasser. Eine Kuh. Hey, guck mal. Und Holz. Und noch mehr Holz. So, nein, falsch. So, aber auch das ist fast fertig, ne? Also guck mal, jetzt so. Wenn man sich das Ganze jetzt so langsam mal zu Gemüte führt, sozusagen, dann ist langsam aber sicher doch was zu erkennen. Ach Mann, ich bin so... Warum... Naja. So, wie viel Holz habe ich noch? Das soll reichen, um zumindest den Innenbereich hier eben durchzumachen. Ja, hier eine Leiter und hinten eine Leiter, habe ich mir gedacht, ist eine ganz gute Sache, weil der Bereich wird sowieso nicht anders benutzt. Und dann kann man aber im Bauch vielleicht noch irgendwas machen. Ja, also für euch, wenn ihr noch Ideen habt oder so, weil ich glaube, man kann so, ich glaube, man hat sowieso Zugang dazu, wenn ich mich recht erinnere. Aber da unten ist halt nichts. Das Lager zum Beispiel, die Lagereinheiten und Frachtgeschichten, die befinden sich meines Wissens nach hier auf der Ebene. Ich gucke später auch nochmal. Aber meines Wissens nach ist es hier. So. So. Pass auf. Und jetzt mache ich mal eben mein Trick. Weißt du, mein Trick? Ah ja, genau. Ne, ist so falsch. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie das hier ist. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, dann 3. Ich
Ich gucke gerade auf einem anderen Plan. Das war 3, genau. Dann hier einer. Und dann muss einer nach außen gehen. So nämlich. Ja, so eine. Ah, toll, den hätte ich da stehen lassen können. Weil hier soll nämlich auch noch einer hin. Warte. Da. Und dann noch ein weiter. Muss ich mal eben gucken. Ja, genau, noch ein weiter. Und noch ein weiter. Ja, sie kommen hier jetzt so auf die Ecke sozusagen. Und dann geht's, glaube ich, einfach nach hinten durch, ne? Ja, dann geht's einfach nach hinten durch. So, und so. Der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Ja, so soll das dann hier vorne wieder aussehen. Ich mag die erste Umrandung hier vorne dann auch wieder haben, so ein bisschen zumindest. Hier kommt schon nichts mehr hin. Nur damit das, nur damit ihr da das nicht falsch versteht oder so. Hier ist schon richtig. Hier kommt nichts mehr hin soweit. Ja. Ich bräuchte echt langsam mal irgendwie eine Möglichkeit. Einen Steg oder so, um einfach mal noch... So, das machen wir jetzt fürs Erste, so einen Balken, damit wir nicht immer ins Wasser springen müssen. So, den bauen wir später halt wieder ab. Ich brauche Holz. Ich brauche auch Fichtenholz, nein. Akazienholz, nein. Truppenholz brauche ich ein bisschen. Und jetzt regnet's. Das ist wunderschön. So. Pass auf. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Erstmal kann ich nicht schlafen gehen, weil es nicht nachts. Den Regen kann ich somit auch gerade kurz erstmal nicht ausstellen. Auch gut. Ich brauche aber auch noch Akazienholz. Nehme ich mal ein bisschen mehr mit. So. Jetzt fangen wir mit dem Soldier Dog System an. Und zwar brauchen wir dafür Akazienholz. Erstmal. Und zwar folgendes. Vom Mittelpunkt abgesehen. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So. Das Ganze hier erstmal zu so einem fliegenden Viereck sozusagen. Ja, so. Damit man hier so eine kleine Plattform hat. Ist schon mal Absicht, dass die hier so fliegt im Endeffekt, also so schwebt, weil die Sache ist ja einfach die, dass hier ist Wasser drin gleich, ja. Und das soll schon so ein bisschen fließend wirken. So, und von diesen 1, 2, 3, 4 und 4, ist das Ganze aber... An erstmal nur 5x5 breit. Ja, also das heißt, von hier abgesehen, der weg. Ja, das ist schön. Ja, also so.
So. Und hier auch. So. Also, das erstmal an der Ecke weg. Das erstmal an der Ecke weg. Und hier auch. Ah nee, Quatsch. Doch, richtig. So. Moment, wir gucken uns das Ganze von oben mal eben an. Sollte dann also so aussehen, ja? Jetzt ist dunkel, jetzt gehen wir eben schlafen, dann ist es wieder hell. Also das Schiff sollte jetzt schon mal ein ganz Stück cooler bei euch auch aussehen, wenn ihr das so nachbaut. Ja, hör mal auf zu regnen, komm, ist wieder Tag angebrochen. So, schön. So, mal eben kletter, kletter, kletter. Ja, sollte dann so aussehen, okay? Gut. Und hiervon ausgehend ist es halt wichtig dann, dass erstmal der mittlere Punkt, der nach, ja, also nach hier zeigt und also nach zum Ende und zum Anfang des Schiffs zeigt, dass ihr das fortführt, bis aber da muss einer frei bleiben. Also der darf nicht direkt ganz dran kommen. Warum, zeige ich euch später. Seht ihr dann. Okay? Okay. So, also so erstmal. Ja, dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, in dem System sozusagen zu arbeiten. Auch. Ja, so. Okay, cool, cool. Und ja, dann kommt als nächstes. Moment. Moment, ich muss gerade gucken. Dann nehmen wir jetzt als nächstes mehr Akazienholz. Und das Akazienholz benutzen wir, um sozusagen hier die Gänge mit anzudeuten. Deuten. Alles eingedeutzt. Wo war denn hier der? Hier war gar kein Aufgang. Da brauche ich auch einen. So. Denn diese Gänge, die sind halt echt mega wichtig auch. Die zeigen halt so ein bisschen, wo das ganze System auch langläuft. Und die sind 5 hoch. Ja, also das heißt, 3 sind das jetzt, 4, 5. Hier genauso, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wird das Ganze bis hier hinten durchgezogen. Ey, so richtig durchziehen, ey. Der hat's voll durchgezogen. Der hat's voll durchgezogen. Und ja. Ist halt zwischen den einzelnen Slots in dem Soldier Dog System sozusagen, sind halt auch immer Zwischengänge. Und die Zwischengänge sind genauso wichtig wie die Slots selber. Also finde ich zumindest, weil das einfach das System an sich halt dadurch durchdacht oder cool wird, dass man wirklich da dann auch auf die Kleinigkeiten achtet, denke ich. So, dann, ihr seht, ich habe viel zu wenig Akazienholz mitgebracht, wenn ich das hier jetzt an beiden Seiten machen will. Das noch weg. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja zum Glück uns jetzt so eine kleine Brücke gebaut. Ja, also ihr seht, jetzt hätten wir hier zum Beispiel so eine Abtrennung schon, ja? Also so. Ja? Ist schon mal ein Gang, kann man so sagen.
2, 3, 4, 5. So. So, das weg und das weg. Ist mit Absicht, tue ich das hier unten wieder rausmachen, weil das, da kommt was anderes hin. Ja, also es ist schon überlegt, wenn ich hier überwiegend dann halt einen Block wieder wegnehme oder so. Ich würde halt auch fast sagen, ich mache ja auch mal Fehler. Auch mal. So ab und zu mache ich einen Block aus Versehen irgendwo hin. So. Na, das war falsch. So, ein Stack haben wir noch. Ich glaube, diesen Gang bekomme ich damit noch fertig. Das ist gut. Ja, so. Und so. Ja. So, dann haben wir jetzt im Endeffekt hier so einen Mittelpunkt. Ja. Und dann halt erstmal zwei Gänge. Wo man relativ ja gesehen jetzt von vorne nach hinten durchs Schiff laufen kann. So, ist ja eigentlich erstmal gar nicht schlecht. So, aber wir brauchen natürlich mehr Akazienholz. Und später ist es auch noch eine ganze Arbeit, eine ganze Menge Arbeit, das dann so zu beleuchten, dass es ungefähr halbwegs anständig aussieht. So, wieder zurück. Weil jetzt machen wir nämlich erstmal Folgendes. Die einzelnen... Naja, die... Das ist halt... Das wird hier halt schon so ein bisschen unterfüttert. Ja, also hier. Ja, das. Zwar nicht viel. So. Aber so ein bisschen was unten drunter kommt schon. Macht euch da jetzt auch nicht zu viele Gedanken drum. Die Hälfte davon sieht man später auch nicht mehr. Ja? Also auch diesen Blockweg teilweise sieht man später nicht mehr so viel. Also von daher alles halb so wild. Wenn ihr jetzt sagen solltet, hey, das sieht gerade gar nicht so toll aus, dann kann ich euch auch nicht helfen. Okay, gut. Es tut mir sehr leid, dass ich eure Ehre beleidigt habe. Bitte keine politisch oder religiösen Morde. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall erstmal. Jetzt machen wir fürs Erste, das kommt später, früher oder später käme das sowieso dahin. Ein so ein Slab. Das ist nämlich die Brücke. Ja, das ist der eine kleine Weg, den man braucht, um da dann frei rüber zu kommen. Mehr brauchen wir nicht. So, zack. Ja, und jetzt sind wir schon im Herzen sozusagen des Soldier Dock Systems. Jetzt gucke ich nochmal eben nach. Denn... genau. Denn folgendermaßen sieht es jetzt aus. Und zwar haben wir hier an den Seiten... Also das ganze Ding hier unten hat ja sechs Kammern, ne? Also sechs Bereiche sozusagen. Und demnach musste ich halt gucken, wie ich das aufteile, dass es sechs Bereiche sind. Also sind auf der Seite drei Bereiche angegeben und auf der drei, ne? Also macht halt, ergibt Sinn. Soweit. Und vor allem, das macht Sinn, dass wir probieren, einen Bereich gerade nach dahin ausgehend zu lassen. Ja, also einen größer machen hier. Weil halt da ja auch die Seiten sind, wo die großen Nummern drauf sind, etc. Und
Schaufelräder oder so.